Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Explorer. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was euch erwartet. Jetzt machen wir erstmal die ganzen Enderaugen rein. Oh, da ist der Enderdrache. Feuch, oh! Oh mein Gott, oh mein Gott. Der Drache macht die Blöcke kaputt. Nein! Ich muss mich heilen. Der macht hier übelst Schaden. Irgendwelche Witcher... Das kann nicht wahr sein. Oh, Joppa, nein! 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 Chopper, sag doch mal Hallo zu den Zuschauern. Leck mich! Ey, Chopper, wir haben das noch besprochen. Du sagst einfach stumpf Hallo, mehr nicht. Ich mache gar nichts, ich bin fast erstickt im Pokémon. Ja, was kann ich dafür, dass sie so klein sind und so gebaut sind, dass du da nicht... Schnauze! Ja, ist mir nicht egal. Kannst da ruhig ersticken. Jedenfalls haben wir versucht, in der letzten Folge zum Enderdrachen zu kommen und zum Portal. Und wir wurden ja aufgehalten von einem Feuerdrachen. Oh, nein, nein, oh mein Gott, du machst ja Schaden. Ich fühle mich verarscht. Stelle, wo ich Nein, nicht schon wieder. Und Leute, Leute, wirklich, Leute, Alter, die Folge der Feuerdrache hat wirklich unnormal alle Rekorde gebrochen. Innerhalb von den ersten paar Tagen hat es mehr Aufrufe bekommen als alle Videos zuvor. Über 100 Kommentare und mehr als 25 Likes. Und ich denke mir nur so, ey, ohne Witz, ich habe die geilste Community ever. Und ihr ermöglicht mir so viel dadurch und... Es kommen immer mehr Leute täglich dazu und das macht mich einfach glücklich. Und deswegen, ich weiß, ich habe letzte Folge gesagt, so, gehen zum End. Ja, diesmal gehen wir wirklich zum End, weil ich habe außerhalb der Folge, bin ich mit Chopper gereist und habe dann, weil ich gemerkt habe, oh, in diesem Dungeon gab es das Endportal nicht. Also musste ich nochmal nach einem Stronghold suchen. Und dann haben wir ganz hinten, ungefähr hier, in diese Richtung tatsächlich, innerhalb von 2 Kilometern ein Endportal gefunden. Und wir haben dort ein paar Sachen gefunden. Wir sehen auch gleich hier die ganze Verzauberung. Das ich euch gleich eben schnell zeigen. Ich habe dort diese Builders Pickaxe zweimal gefunden in dem Dungeon und die Spitzhacken hatten Mending 3 und ich habe die Mending Bücher genommen. Ich habe das mit dem Disenchantment Table rausgetan, sodass ich jetzt endlich auf meiner Brustplatte und auf mein Schwert Mending habe und sie sich selber reparieren. Und da habe ich auch mir die Zeit genommen, um XP zu farmen und ganz viele Brustplatten... Yo, ey, du kannst teleportieren. Verzieh dich! Unhöfliches Viech aus dem Rift. Ja, ich weiß nicht, was mit den Viechern abgeht. Ich sollte auch vielleicht mal meinen Hund retten. Ja, mach ich irgendwann mal. Jedenfalls habe ich dann mit dem Disenchantment Table aus diesen ganzen Builders Pickaxes hier die Verzauberung rausgetan und habe mir dann Mending auf meine Brustplatte und auf mein Schwert getan und die ganze Verzauberung von den Brustplatten habe ich rausgetan und auf meine Chestplate gemacht. Jetzt habe ich Love Sand X drauf, Tombstone Soulbound, Unbreaking 4, Vigor 2, was mir 2 maximale Herzen gibt, Projection 2, das muss ich noch hoch machen und Golem Soul 3. Und wegen dieser Golem-Sword bin ich ein bisschen langsamer, aber dafür gibt es mir Resistenz gegen Rückstoß. Ich kann nicht so leicht weggestoßen werden. Und damit wir auch gleich, wir gehen auch sofort gleich los, Leute. Kein Weg darum. Wir werden gleich sofort losgehen mit Chopper und den Enderdrachen machen. Ich habe immer schon alles vorbereitet. Emerald Nuggets, Never Quartz, Breed für die Tiere, ein Backpack und das Spellbook muss ich noch eben schnell wegpacken und in der Kiste reinsortieren. Und ich habe auch nochmal in diesem Dungeon einen Master-Spell gefunden. Da können wir auch gleich in den nächsten Folgen viele neue Zauber erlernen, unter anderem auch dieser Master-Spell. Weil dieser Master-Zauber, das ist die höchste Stufe ever und ich bin gespannt, was ich da bekommen könnte. Ansonsten hätten wir eigentlich alles bereit. Wir hätten den Monster-Ball für Chopper, das wir dann halt mitnehmen können, wenn wir halt dort sind. Weil ich will nicht, dass er vom Enderdrachen komplett genutzt wird, weil du bist ja so schwach, Chopper, ne? Wer stirbt hier ständig? Ja, wir können eigentlich jetzt sofort los. Ich nehme eben schnell den Hard-Container, dass wir mit der Brustplatte jetzt insgesamt 3 extra Herzen haben. Tatsächlich haben wir jetzt schon gleich die 4. Reihe fertig. Also die 3. Reihe ist komplett fertig, bald haben wir die 4. Nachdem wir den Enderdrachen besiegt haben, werden wir in der nächsten Folge so einiges machen. Ich hätte da vieles geplant. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. So, Chopper, dann reite ich dich mal. Und wir gehen dann mal los zum Endportal. Und dann sehen wir uns gleich... Yo, das sieht cool aus von hier. Dann sehen wir uns aber gleich ins Endportal. So, jetzt sind wir auch in der Nähe des Strongholds angekommen und beim Endportal. Und ich würde mal sagen, Chopper, dich werden wir jetzt erstmal nicht gebrauchen tatsächlich. Du kommst jetzt erstmal in deinen Pokéball. Ich bin kein Pokémon. Und ja, Chopper, du bist ein Pokémon. Ich krieg keine Luft. Und jetzt ist mir scheißegal, dass du keine Luft bekommst. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg nach unten zum Endportal. Oh, und runter hier. Und ich habe mir direkt tatsächlich den ganzen Weg hier zugebaut. Dass wir auch direkt hier, warte, ich nehme das Schwert und mache die Viecher tot.
So, jetzt sind sie gestorben, also noch mehr Geister. Aber wir gehen jetzt direkt hier weiter lang, weil ich habe es mir schon markiert. Und hier ist das Endportal, Leute. Und wir machen uns gleich auf den Weg, um den Enderdrachen zu besiegen. Ich habe auch tatsächlich auch im Backpack hier genug Baublöcke tatsächlich. Und zur Sicherheit nochmal den Ender-Orb Translocator, dass ich mich auch im Notfall wegteleportieren kann. Und halt Heilung parat. So, aber erstmal will ich das Illuminati-Pad öffnen, um zu schauen, was ich bekomme. Leak Seed. Wow. Okay, gut. Jetzt machen wir erstmal die ganzen Endeaugen rein. Oh, da ist das Endportal fertig. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum End. Chopper, du bleibst in deinem Pokéball. Es tut mir leid, dass es so ungemütlich ist. Okay, ist mir eigentlich scheißegal, dass es ungemütlich ist. Du kannst dort endlich chillen. Irgendwie, wenn das möglich ist. Alles klar, Leute. Dann begeben wir uns mal ins End. Oh, wir sind angekommen. Wir sind auf der Plattform hier gespawnt. Und da, ich sehe dort irgendwas fliegen. Oh, da ist der Enderdrache. Okay, Leute, es beginnt schon. Ich muss mich ganz schnell hochbauen, damit ich den ausweichen kann. Der macht Feuer. Scheiße, warte, ich brauche ganz schnell ein paar Blöcke. Nehmen uns ein paar Blöcke, dass wir dann den Enderdrachen bezwingen. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Bogen tatsächlich. Was ich auch noch gemacht habe. Oh, das ist ein... Okay, die Endermen können wir in Ruhe lassen. Die machen jetzt wirklich nichts. Okay, ich muss mal schauen, ob ich den jetzt treffe von hier aus. Ah, verdammt, ich treffe ihn hier noch. Ich muss die ganzen Endküste hier zerstören. Oh, es gibt Blazes. Was sind das für fliegende Viecher hier? Aber es gibt verdammte Blazes im End. Das ist verdammt komisch. Ey, was willst du? Habe ich dir irgendwas getan? Ganz ähnlich verdenken. Oh, warte, ich kriege ja übelst Schaden. Oh nein, Gott, ich muss mich gegen heilen. Alter, die machen Schaden. Oh. Wie, der macht einen Blitz? Hallo? Was geht bei euch ab? Ich muss mich gegen heilen. Ich muss mich gegen heilen. Nebenbei und sie töten. Ja. Ja, nice, nice, nice. Ging auch gut, Enderperlen. Die werden wir auch gebrauchen. Weil ich wollte mir tatsächlich... Alter. Wer greift... Junge, diese ganzen... Oh, nice. Ich sollte aber erstmal, bevor ich... Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der hat krassen Rückstoß. Was soll ich machen? Boah, ich muss diese Purpur-Guards hier töten. Leute, geben. Purpur-Shards, okay. So, erstmal teleportieren wir uns hier hoch. Warte, das sollte eigentlich recht einfach sein. Zack. Oh nein, stimmt. Ich darf den Enderküste ja nicht zerstören direkt vor mir. Sonst sterbe ich dagegen, warte. Ich muss dann einfach... Warte, heal. Zack. Mit den Cobblestone-Blöcken. Mich hier rübergraben. Der Drache macht die Blöcke kaputt. Er macht die Blöcke kaputt, aber egal. Wir machen einfach jetzt hier alles kaputt. Nice. Der erste. Oh, da sind ein paar in Cages, warte. Aber ich müsste den von hier aus treffen. Ja, ich habe ihn getroffen. Nice. Und jetzt den nächsten. Bisschen höher. Nein. Ich muss mich heilen. Der macht hier übelst Schaden. Ja, weil er dieses Feuer mich gespawnt hat. Dieses lila Feuer. Oh, da ist ein Blight Enderman. Ach du Scheiße. Okay, okay. Geht das Feuer mal weg? Wie lange hält das denn? Ach, er will wahrscheinlich nicht, dass ich hier lange... Oh, er beschwört das überall. Warte, ich muss die Guards zerstören. Okay, jetzt hier hochbauen. Und einfach ist zerstören. Oh, er beschwört wieder sein lila Feuer um mich herum. Auf dem Boden. Ich muss was essen. Heilung bereithalten. Oh nein, der Enderdrache kommt. Aber ich heile mich gegen. Ich heile mich gegen, das passt. Oh nein, ich darf ihn nicht. Oh Gott, ich muss hier zack, zack, mit Blöcken. Oh mein Gott, Leute. Aber bis... Oh nein, ich will nicht... Ah, ich verkacke gerade übelst. Okay. Zerstören. Nein! 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 Oh mein Gott, Last Stand hat mich gerettet. Oh mein Gott, ich muss mich gegenheilen. Alter, was ist das denn? Wie viel Schaden bekomme ich? Okay, was schnell essen, weil ich muss das unbedingt hier parat halten. So, dass ich meinen Bogen direkt neben dem Schwert habe und mein Essen direkt neben dem Schwert. So, ich muss ein paar von diesen... Was ist das hier? Witcher. What the hell? Was bist du? Warte, erstmal diese ganzen Kopogats hier zerstören, dass ich ein bisschen XP bekomme. Ja, komm her. Oh, ich weiß nicht, ob ich den Blight besiegen soll. Weil der gibt verdammt viel XP. Aber er wird mich halt sofort one-shotten. Und bei den Viechern weiß ich nicht. Also, die sind ja sehr schnell, diese Endermans. Leute, die geben Enderaugen. What? Hier sind auch viele Ender-Pflanzen. Also sehr viele Pflanzen, die Enderperlen droppen müssen. Okay, ich sehe ein paar Crystals. Ich könnte... Ja, der ist zerstört. Okay, der nächste. Komm schon. Ja, der ist auch zerstört. Oh, nice. Der hat Schaden bekommen. Okay, der nächste. Nein, 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 ich krieg schon wieder so viel Schaden. Alter, von wo? Ich versteh's nicht. Was? Das ist ein kleiner Mini-Enderman. Die sind nervig irgendwie. Ich tripp die schwer. Die sind so nervig wie Silberfische, Alter. Nein. Was mache ich? Ich teleportiere mich erstmal weg. Oh, du bist so süß. Oh, der macht sogar so ein kleines Geräusch. Also ein süßes Geräusch, wenn er stirbt.
Weg hier mit den Witchers. Junge, diese ganzen Mini-Endermen greifen den Drachen an. Die sind sauer auf den. Okay, die können ihn ja in der Zeit bekämpfen. Jetzt muss ich schauen, von wo heilt er sich? Da ist noch einer. Ich muss das zerstören. Dann nehme ich auf jeden Fall den Hammer. Ich brauche gerade nicht den Blaze. Und nehme den Cobblestone. Und baue mich jetzt direkt hier hoch. Und zerstöre dann... Oh Gott, deine Drache. Oh mein Gott. Ding ist, er hat wahrscheinlich auch mehr HP wegen dem Schwierigkeitsgrad. Mal schauen, wie leicht wir ihn runterbekommen. Ich brauche den Hammer. Och Gott, dauert das lange. Aber ich mache einfach Öl. Und ich sollte nicht runtergekickt werden. Oh, bitte greift mich in der Zeit nicht an. Bruder. Chill. Okay, der ist dort hinten. Komm, wir machen das kaputt hier. Ah, ich habe keine Spitzhacke dabei. Oh nein, auf jeden Fall weg hier. Das macht mir viel zu viel. Nein, ich will keinen Superjump. Nein, ich habe mich fast selber getötet mit Superjump. Okay, ich muss mich heilen. Nein. Boah, Alter, diese Heilung rettet mich gerade. Lass mich in Ruhe. Alter, Junge. Oh nein, das Feuer. Digga, was geht hier ab? Ganz viele purpurene Guards, also Blaze-mäßige Leute, die ständig mich abschießen. Irgendwelche Witcher. Alter, Leute, wenn ich das Meme finde, ich blende es gleich ein, wenn ich es finde. Aber das erinnert mich an das Meme, wo in irgendeinem Horrorspiel ganz viele kleine Babys herumlaufen auf dem Boden. Alter, so. Go crazy. Go stupid. Go crazy. Go stupid. Ich habe das jetzt aufgebaut, den Zaun. Jetzt sollte ich das kaputt schießen können. Nein! Nice. So, da ist der nächste Crystal. Einfach abschießen. Okay, ein bisschen hoch. Nice! Da wäre der nächste Crystal zerstört. Da ist noch einer, okay. Erstmal alle Crystals zerstören und danach können wir uns den Enderdrach besiegen. Und Leute, das wird so viel XP geben, ich schwöre bei Gott. Da ist noch einer, okay, den muss ich auch noch aufgraben. Einfach hier hoch. Scheiß drauf, dass die Blades mich abschießen. Warte, oh mein Gott, das lila Feuer, das macht so viel Schaden. Warte, erstmal hier zerstören. Oh, das dauert echt lange. Ich habe aber keine Spitzhacke mitgenommen. Ich dachte, dieser Hammer reicht. Aber dieser Hammer war scheinbar nur gut für Stein oder so, nicht für diese Eisengitter. Oh nein, bitte kein Feuer in mich spawnen. Bruder, lass es. Ja? Oh, das ist direkt unter mir. Okay, schnell hier durch. Okay, gut. Jetzt schieße ich einfach nur dorthin. Und mach's. Ja! Jo, er kriegt Schaden. Nice. Okay, wo ist der nächste? Ey, hier ist schon wieder so ein Witcher. Oh, ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, das Ei mitzunehmen. Habe ich überhaupt... Oh, bitte sag mir nicht, dass ich es vergessen habe. Das wäre jetzt echt blöd. Habe ich Fackeln? Ich habe keine Fackeln. Aber ich habe eine Idee. Oh, das ist ein Next-Level-IQ-Play, das sage ich euch. Ich habe keine... Ihr kennt ja immer mein Drachenei. Runterfallen, das ist auch eine Fackel. Dass es zerstört wird. Gilt das gleiche auch für einen Setzling? Ich teste das vielleicht mal aus. Weil ich will das Drachenei wiederbekommen und nochmal den Drachen zu beschwören, tatsächlich. Weil da könnte ich den Dirt platzieren und den Setzling hier, diesen kleinen Setzling hier, und dann schauen, dass ich dann den beschwöre nochmal. Oder das Drachenei dadurch gedroppt wird. Okay, hier ist noch ein Crystal, wo er sich hochheilt, aber es sollte kein Problem sein. Oh nein, oh, ich bin direkt vor ihm. Aber kein Problem. Ja. Okay, ich muss mich da hochbauen, anders geht's nicht. Warte, Illuminati-Pad, bring mir Glück. Wow, ein Slap. Danke. Okay, ich brauche wieder Baublöcke. Dann nehme ich jetzt immer welche und baue mich hier hoch, weil hier war noch ein Crystal. Bitte kick mich nicht runter in den Drache, ich schwöre bei Gott. Nein! Oh Gott! Ey, Bruder! Ich würde mich gerne hier hochbauen. Lass mich bitte mich hochbauen und kick mich nicht runter. Ich weiß, es ist dein letzter Kristall. Also, ich glaube, das ist der letzte. Oh mein Gott! Ich teleportiere mich hoch. Das reicht mir jetzt mit dir. Warte. Das kann nicht wahr sein. Oh, jetzt muss den ganzen Weg hier wieder zurück. Oh. So, jetzt sind ich wieder auch beim Endportal angekommen. Jetzt wieder rein. Und wir holen uns unsere Sachen. Und wenn ich Glück habe, ist der Endküste auch schon zerstört. An der Stelle, wo ich explodiert bin. Er sollte kaputt sein, weil er ist explodiert. Muss ich ja nur noch... Oh nein. Bitte lass mich in Ruhe. Warum beschwörst du in mir Cobwebs? Nein. Okay, einmal weiter. Ich merke mir, okay, wenn ich jetzt einmal irgendwie Schaden bekomme, bin ich am Arsch. Oh, da ist ein Blight. Da ist ein Blightlicht. Wo ist jetzt mein Grab? Was machst du Schaden? Es ist dort, okay. Aber in der Nähe vom Blight. Ganzen Mini-Endermats. Ich schwöre bei Gott, ich feiere die. Okay, ich muss wieder was essen. Und dann grabe ich mich hoch. Du lässt mich jetzt in Ruhe. Ich gehe jetzt einfach und hole mein Grab. Nein. Bitte nicht.
Ich krieg keinen Fallschaden. Ich habe einen Glider. Oh mein Gott. Ich muss meine Sachen holen. Zornemist, der kriegt mich die ganze Zeit hier runter. Warte, ich versuche irgendwie meine HP herzustellen, indem ich die angreife, die Viecher. So. HP wiederhergestellt durch Lifesteal. Nicht du. Lass mich in Ruhe. Heilen sie ihn hoch? Sag nicht, die heilen ihn hoch, diese Viecher. Das wäre jetzt scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich liebe die. Alter, oh nein, lass mich in Ruhe. Nein. Ich werde mich jetzt hochgraben. Du wirst sagen, nein. Oh nein. Oh mein Gott, oh nein. Ich muss mich an die Blazes hochheilen. Oder wieder an diese Lichter. Oh mein Gott, warum kriege ich so viel Schaden? Ich muss mich hochheilen. So, ich heile mich hoch an euch. Ich muss meine Sachen irgendwie bekommen. Ich hätte irgendwas mehr holen sollen. Wasser. Nee, selbst wenn. Wasser einmal. Der wird mir gut XP geben. Warte, ich hole ihn einfach mal. Komm schon, lass mich dich holen. Nice. Ah, er gibt mir gar keine XP tatsächlich, obwohl er im Leid ist. Die Viecher heilen ihn hoch. Er ist dort. Ich muss meine Erdblöcke wieder nehmen. Mit Öl wieder abbauen. Ich brauche die Erdblöcke. Kann mich sonst nicht hochbauen. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, bitte nicht. Ich muss die zerstören. Warum kann ich mich nicht gegen ihn hochheilen? Ich verstehe es nicht. Bist du überhaupt ein Gegner? So, jetzt sind wir wieder zurück. Ich habe jetzt einen Wassereimer, gebratene Tarantula-Beine und Blöcke. Und Leute, ich bin dumm. Ich bin einfach nur dumm. Ich habe Chopper. Warum fliege ich nicht mit Chopper hoch und schieße mir dort mit den Pfeilen? Richtig. Ich bin dumm. Ich mach's nicht. Ich mach's mir unnötig schwierig. So, jetzt werde ich einfach schwimmen. Ich werde einfach hochschwimmen hier und hoffentlich irgendwie das Ziel erreichen und ganz oben ankommen und nicht vom Enderdrachen nebenbei gebastelt zu werden. Bitte. Oh, der macht auch schon sein Feuer hier. Ich muss unbedingt höher, bevor er gleich in mir drinne, quasi. Okay, die machen mir jetzt nichts aus. Einmal weiter nach oben. Hier Wasser platzieren. Krieg noch Schaden, aber nicht allzu viel, weil ich habe mir jetzt auch die ganze Drachenrüstung geholt. Der Drachenatem sollte mir deswegen weniger Schaden machen. Wir haben es gleich erreicht. Nicht mehr lange. Ach du Scheiße. Er macht wieder seine Feuerkugel. Meine Sachen sind nicht sicher. Meine Sachen sind nicht sicher. Oh Gott. Da sind noch einiges meiner Sachen. Weg damit. Ah, das brauche ich. Das brauche ich. Anziehen. Zack. Nein. Mein Zauberstab. Heilung. Oh mein Gott. Ich habe meine Sachen. Ja. So, ich brauche den Eimer nicht mehr. Die Hose ziehe ich an. Keine Sorge. Das passt. Ich kriege nicht allzu viel Schaden. Okay, gut. Den Helm können wir auch bewahren. So, Chopper, ich will dich. Ich bin kein Pokémon. Ja, mir doch egal, ob du ein Pokémon bist oder nicht. Jetzt komm, wir fliegen hoch und machen die letzten Kristalle weg. Da ist noch einer. Okay, gut. Ich nehme meinen Bogen und schieße ihn ab. Nein! Chopper, warum bin ich runtergegangen? Oh, ich darf nicht Shift drücken. Hallo, Chopper? Oh, heilige Chopper, Scheiße. Nein! Wie kannst du es wagen, Chopper zu kicken? Oh, du kriegst das so zurück, Alter. So, alle Kristalle zerstört. Jetzt komm her! Ich verfolge dich mit Chopper, Alter. Okay, nee, Chopper werde ich, glaube ich, nicht mehr gebrauchen. Chopper, komm wieder in dein Pokéball. Nein, Chopper! Er ist dort unten. Keine Sorge, Chopper. Du bist safe im Pokéball. Diese kleinen Viecher, Alter. Die haben keinen Bock mehr auf den Enderdrachen. Okay, so, er heilt sich nicht mehr wirklich hoch. Oh Gott, jemand schießt mich mit Blitzen ab. Okay, Enderdrache, kannst du aufhören, ihn entgegenzuheilen? Oh mein Gott. Ja. Ja. Noch Schaden. Ja. Der ist zerstört down. Let's go. Okay, Leute, wir schaffen das. Jetzt sind die Quistons weg. Jetzt heilt er sich nicht gegen. Wir machen das. Junge, Alter, das geht's auch bei den Viechern. Ey, Junge, die haben so keinen Bock mehr auf den Enderman. Die wurden wahrscheinlich tausendmal... Ey, du, Bro, ich hab dir nichts getan. Lass mich dich vorher töten, damit ich den Enderdrachen jetzt in Ruhe angreifen kann, wenn er gleich zur Mitte geht wieder. Ja, nice. Ja, ja. Okay, nice. Junge, diese Endermans. Digga. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Enderman. Oh Gott. Ich will unbedingt die Doppel-XP haben. Die sollte ich bekommen. Ich habe Ender-Nuggets, also Emerald-Nuggets hier und das ist meine Hotbar. Boah, wie viel XP wird der geben, wenn ich doppelt so viel bekomme durchs Pixie-Pad? Boah, ich will es unbedingt haben. Komm her.
Lass mich dich Alter! Ah, ich liebe diese Viecher, die sehen so dumm aus. Versuch ich mal mit dem Bogen so abzuschießen. Oh nein, das Feuer macht mir richtig viel Schaden. Oh! Komm her, lass mich dich abschießen. Ja. Mein Aim ist... Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, der macht dir die ganzen Feuerpartikel auf dem Boden. Komm, geh zur Mitte. Bro, ich muss was essen. Wir haben ihn gleich bezwungen. Ich muss ihn unbedingt mit dem Schwert angreifen, weil das gibt mir extra XP. Weil ich habe ja irgendwie, glaube ich, Sage Splashing. Ja, das gibt mir extra XP, wenn ich kämpfe. Und dafür erschöpft es mich mehr. Oh, der schießt mit seinen Feuerbällen, aber alles gut. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Er kommt hier runter. Vielleicht kann ich mit dem Bogen nochmal abschießen. Bisschen poken vorher. Ja. Ja. Die Predictions sitzen. Okay, ich muss den letzten Schlag mit dem Schwert machen. Komm, geh runter. Bro, geh runter. Nice. Warte, ich muss die Sachen einsammeln. Ich muss die Sachen einsammeln. Nein! Die Sachen sind im Portal gelaufen. Aber gib mir die ganzen XP. Hallo? Bro? Ah, hier sind schon Fackeln. Nice. Unripe Pearl. Das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber da war irgendwie, glaube ich, so Premium. Ah, das ist alles im Portal reingelaufen. Aber Leute, wir haben den Enderdrachen besiegt. Let's go! Okay, jetzt muss ich das Ender-Ei irgendwie... Wo ist das? Ah, da ist es. Okay. Da habe ich jetzt meine Fackeln zum Glück noch genommen. Und dann bauen wir hier das ab. So. Ist das Drachenrein, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, und da haben wir auch die Quest erledigt. This isn't going to happen all over again, is it? Doch, es wird normal passieren, je nachdem, wie oft ich Bock habe, den Enderdrachen zu wiederholen. Aber damit hätten wir jetzt auch endlich die Quest hier fertig. Wir kriegen dafür nochmal 25 XP. Oh, nice, 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 nice. Oh, da liegen noch XP. Ops, die nehme ich auf jeden Fall. Oh, nice. Okay, Leute, machen wir uns ab nach Hause. Chopper ist da. Den Helm können wir auf jeden Fall aufsetzen. Das ist richtig gut XP. Dann werden wir auch die ganze XP nutzen, um die andere Rüstungsteile zu verzaubern. Okay, ab nach Hause. Und da ist die Endcredits, als hätten wir das Spiel so durchgespielt. Quasi ja, laut normalem Minecraft schon, aber hier gibt es ja super viele Mods, die man noch machen kann. Und super viele Dimensionen. Passt total ehrlich, okay, raus hier. Ich hoffe, meine Sachen sind jetzt... Ah, meine Sachen sind nicht da. Aber Leute, das war mal wieder eine Tortur. Also ich und Drachen, wir verstehen uns nicht. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, war es das auch mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr nichts mehr vom Let's Play verpassen wollt, dann bitte abonniert mich doch auf YouTube. Das würde mich sehr freuen. Gebt dem Video eine Bewertung und schreibt mir doch in die Kommentare, was ich alles so in den Folgen machen kann. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.